Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einem Podcast. Ich habe heute wieder die Sandy bei mir zu Gast. Erstmal hallo Sandy, grüß dich. Ja, hallo Eckart. Und zwar, wir hatten ja erst vor einiger Zeit schon mal einen Podcast gemacht, der hieß Die Verblendungen Satans. Und da haben sich halt einfach so in den Kommentaren, im ganzen Feedback noch einige Rückfragen ergeben. Und da hatten wir gesagt, machen wir einfach nochmal eine zweite Sendung. In der ersten hatten wir ja verschiedene Dinge angesprochen, die eben ja generell so mit diesen Verblendungen, mit den Verführungen Satans zu tun haben. Und da hattest du nämlich am Ende auch angeboten, zum Thema toxische Beziehungen, Narzissmus nochmal etwas ausführlich etwas sagen zu können. Also das hattest du angeboten und dann haben tatsächlich ganz viele sich das auch gewünscht. Haben das in den Kommentaren geschrieben, dass sie da gerne mehr erfahren würden. Und das ist sozusagen heute unser Hauptthema. Es gab aber auch noch ein paar andere Fragen in den Kommentaren, die wollen wir zumindest kurz anschneiden. Also das machen wir jetzt hier gleich am Anfang. In aller Kürze, wie gesagt, nicht ganz so ausführlich. Und dann das eigentliche Thema. Ich sage mal ganz kurz, ich lese erstmal komplett vor, was jetzt nicht sich noch so gewünscht wurde. Und dann gehe ich das einzeln mit Sandy durch. Ja, also ist erstmal so die Frage, wie wird denn etwas geistig besprochen? Das hattest du im letzten Video gesagt, so Thema beispielsweise ätherische Öle können irgendwelche anderen Produkte sein, wie du das meinst, dass die geistig besprochen werden. Dann Jana Haas, ob du dazu ein bisschen was sagen kannst, was du über sie denkst. Dann hatten wir die Wurzeln von Autoimmunerkrankungen. Das hattest du ja auch im letzten Video erwähnt, dass Gott dir da das gezeigt hat, wo da die Wurzel liegt. Allerdings klären wir heute nur so den Oberbegriff. Da bieten wir dann eventuell auch an, wer da noch mehr wissen möchte, vielleicht sogar noch einen Podcast zu machen. Das sprechen wir am Ende nochmal an. Ja, also so ganz grob, das Übergeordnete wirst du da heute dazu sagen. Und dann hatten wir noch Robert Franz, der ja auch Nahrungsergänzungsmittel und so anbietet. Da hat auch jemand nachgefragt, wie du ihn siehst oder seine Produkte. Und dann waren noch zwei Themen, nämlich so Psychologie, Psychotherapie und Mind Control. Da hast du aber gesagt, das wollen wir versuchen, so oder wirst du versuchen, dann so beim Thema toxische Beziehungen mit einzuweben, einzubauen. Da frage ich dich dann gegebenenfalls nochmal zurück. Je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Ja, das waren so die Fragen, die kamen. Dann würde ich sagen, gehen wir sie einfach mal der Reihe nach durch, Sandy. Ist das okay? Wunderbar. Also das erste war jetzt, ja, dieses, wie jetzt so Produkte, Öle oder andere Produkte geistig besprochen werden. Also wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt zum Beispiel, ich habe mit der Firma zum Beispiel gearbeitet. Gut, ich komme jetzt aus dem Fachbereich auch, daher die Informationen eben auch aus erster Hand, die eben mit der Aloe Vera arbeiten. Und da wusste ich jetzt einfach aus erster Hand, okay, die werden bei Mond geerntet und da werden Tänze und Rituale gemacht und so weiter. Und da weißt du einfach, da finden auch so Chantings und solche Dinge statt. Ja, also das mal eben aus erster Hand, das sind eben solche geistigen Besprechungen, ja, wo eben so über die Produkte eben auch gewisse Sachen eben ausgesprochen oder reingesprochen werden. Ihr kennt es bestimmt auch, wenn so Symboliken unter Wasser gestellt werden, so die Blume des Lebens oder so, ja, das ist auch eine Manipulation auf das Wasser. Und so wird eben auch die Pflanze besprochen, ist im Grunde Zauberei, Hexerei. Genau, Wir hatten genau, jetzt wollten die Leute, glaube ich, wissen, woher weiß man das, ne? das wäre gar nicht mal so schlecht, weil in der Regel kriegt man das ja jetzt nicht so mit. Ich denke mal, also Also woher weiß man, dass die Sachen besprochen sind? das ja, genau. Also oft, das hattest du, glaube ich, letzte Woche auch schon mal angesprochen, ist eben so, dass auf deren Homepage oder eben auf der Ware selber durch Symbole oder so erkennbar ist. Also gibt ja auch ganz viele Symbole, wie zum Beispiel eben die Blumen des Lebens oder die Lotusblüte oder gewisse einfach Symboliken, die einfach okkulte Symbole einfach sind. Ja, wo man dann schon weiß, okay,
Hier hängt schon mal irgendwie eine esoterische Richtung dran. Oder auf den Internetseiten von den Herstellern. Da kann man ja auch, du hast bei Young Living zum Beispiel dir die Seite angeguckt. Da kann man ganz deutlich erkennen, welche Gesinnung da oder ob da Anthroposophisches dahinter steht, wie bei Demeter oder so. Da kann man einfach ganz viel selber recherchieren. Und natürlich, wenn derjenige Christ ist, das mache ich halt auch. Ich gebe das dann im Gebet und bitte einfach, Herr, führ mich, zeig mir, wenn hier unsaubere Sachen sind. Also das ist sowieso meine erste Instanz. Ja. Die Sachen eben auch Gott zu geben und zu sagen, hey, Gott, führ mich da bitte. Ja, so genau, du hattest jetzt zum Beispiel Young Living erwähnt. Also da kann man das bei einigen Produkten ja wirklich richtig schnell erkennen. Ich nenne nur mal so ein Beispiel, so ein Renewal Serum. Da heißt es also auf der Produktseite, verbessere deine Hautpflegeroutine mit dem R-Renewal Serum und erhalte kostenlos Patchouli dazu. Strahle Selbstbewusstsein aus und lasse deine innere Göttin nach außen scheinen. Ja, also bei sowas, da weiß man dann eigentlich schon Bescheid. Ne? Also das sind so Sachen, also auch am Namen kann man es auch oft schon erkennen. Ne? Ja, im Namen kann man es eben oft erkennen oder ja an Symboliken oder wenn man wirklich die Firma einfach auch nochmal recherchiert oder dass die eben auch erwähnen, wie sie ihre Produkte zum Beispiel herstellen, dass die geerntet werden bei Vollmond oder. Ja, also einfach sensibler, ein bisschen sensibler einfach hinschauen. Also gerade bei anthroposophischen Marken, also Demeter, Veleda, das ist ja da wirklich so. Da ist ja ganz viel Aberglaube da drin. Da werden dann Kuhhörner vergraben, sodass man glaubt, dass das irgendwie die Fruchtbarkeit steigert oder nächtliche Rituale bei Vollmond, was du gerade auch schon gesagt hast. Das ist dann wirklich offensichtlich. Ja, dann liegt da die Lehre von Rudolf Steiner und der Anthroposophie dahinter. Ich Also wollte was nur. ich jetzt mit dieser Besprechung meine, sind jetzt wirklich, dass da eben einfach, dass die Produkte wirklich, ja, also wirklich, dass da reingeredet wird in die Produkte, ja, und dass die eben dann und dann geerntet werden oder wie auch immer, ja, dass da eben Rituale angewendet werden. Das meine ich unter geistiger Besprechung. Nehmen wir jetzt einfach mal eine andere Firma, Lichtwesen oder Aurasoma, ja. Ja. Da ist ja ganz offensichtlich. Und bei manchen Firmen ist es eben nicht so ganz offensichtlich. Ja, also da, die schreiben ja ganz offensichtlich, dass da eben die Sachen geistig bearbeitet werden. Lichtwesen, sagst du, ja, kannte ich noch gar nicht. Ja, da ist also auch schon der Name Programm, kann man sagen, ne? Genau. Ich weiß jetzt nicht, Ja, ob aber du da. Sommer auch. Ich weiß jetzt nicht, ob du das weißt oder dich da auskennst, aber zum Beispiel die Firma doTERRA soll von Mormonen geleitet werden oder ins Leben gerufen worden sein. Kennst du dich damit aus? doTERRA? Nee, ich habe das unter unserem Beitrag gelesen, doTERRA, aber die Firma kenne ich jetzt nicht. Okay. Na gut, da will ich sowieso eine eigene Sendung mal dazu machen. Das habe ich, weiß ich jetzt auch erstmal nur so vom Hören sagen. Da muss ich mich aber noch weiter kundig machen. Okay, ja, also das waren erstmal so das, oder wolltest du zum Thema, was geistig besprochen bedeutet, noch was sagen? Nee, dass man einfach da sensibler ein bisschen hinschaut und man kann die Sachen dann schon auch erkennen, ja. Also oft ist halt, die Lotusblüte wird super oft verwendet. Ich kenne aber jetzt auch Christen, die gehen da ganz entspannt mit um. Und ich kenne aber auch Christen, die schon bei der Lotusblüte sagen, oh nee, das ist ein Einfallstor. Blume des Lebens, Lotusblüte. Wenn irgendwelche Chakren oder wenn da schon irgendwie so ein Symbol ist, wo es darum geht, dass Produkte irgendwelche Chakren anregen sollen oder aktivieren sollen, dann weiß man aber auch schon Bescheid, ne? Also da auf jeden Fall, also bei Chakren und solchen Sachen, also ich benutze die Dinge gar nicht mehr. Ja, Ja, also. okay, weil das ist halt auch bei Young Living, also bei einigen Produkten, da gibt es also so ein. Auf der Seite von den Young Living kommen so eine Unterseite ätherische Öle für Chakren. Da steht dann Chakrenausgleich, ätherische Öle und Yoga. Und darunter sollen dann diese Öle halt unterstützend wirken.
ätherische Öle. Da heißt es dann, wie balanciert man Chakren mit ätherischen Ölen? Sowas meine ich jetzt. Das ist natürlich jetzt super eindeutig. Da gibt es dann keine zwei Meinungen mehr. Genau. Das ist dann wirklich okkult. Genau. Genau, da gibt es keine zwei Meinungen mehr. Ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal zum nächsten Thema. Es wurde gefragt nach Jana Haas. Da gab es auch einen interessanten Kommentar. Also jemand hatte gefragt, was denkt ihr denn über Jana Haas? Und jemand hatte dann geschrieben, also ich hatte dann geschrieben, dass wir generell davor warnen. Und in dem Kommentar hieß es dann weiter, ja, ich hatte das gleiche Gefühl, diese Frau ist wie Honig. Vorsicht, Klebefalle. Was könnte denn damit gemeint sein? Ja, genau. Ich habe ja diesen Beitrag eben auch gelesen. Honig, Vorsicht, wie Klebefalle. Und ich kann, also als ich das eben gelesen habe, den Kommentar, habe ich echt gedacht, ja, also absolut kann ich zu 100% zustimmen. Also der Feind benutzt Diana Haas und greift damit, glaube ich, auch sehr viele Leute ab, weil die sich unglaublich durch ihre sanfte, ja, also wirkt äußerst lieb und ja, wie Honig im Grunde und strahlt auch so einen Perfektionismus aus, kann unglaublich gut reden, hat so eine einfach so eine sanfte, liebevolle Art und da ist, glaube ich, wirklich die Vorsichtfalle angesagt. Ja, weil da lässt man sich einfach sehr leicht verblenden. Ja, also ich bin. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Ich bin wirklich oft auf Menschen oder habe mich oft blenden lassen von Menschen, die sich sehr gut ja, darstellen können, die sehr gut reden können, die einfach nach außen hin einfach so, ja, so fast nahezu perfekt wirken, dann vielleicht auch noch strahlend gut aussehen oder so. Ja, da trifft es auch echt mehr Schein als Sein. Ja. Ja, das war ja das Thema unserer allerersten Sendungen, stimmt. Genau, ja. Und ja, da ist echt Vorsicht geboten. Ich finde, da geht es schon in so einen Bereich rein, wo man, ja, wo der Feind wirklich wieder mega verkleidet kommt. Ja, also verkleidet als Engel des Lichts. Ja, Ja, das ist ja das, also, genau. weil das würdest du ja nicht erkennen, diese Freundlichkeit, ne? Weil das wirklich. Ja, also die Dame, die den Kommentar unter unserem Beitrag geschrieben hat, Honig, Vorsicht, Klebefalle, zutreffen, da geht's einfach nicht. Ja, Ja. du hattest mir erzählt, du hattest auch mal ein Erlebnis bei der Hotline bei Jana Haas. Magst du das berichten? Ja, also ich habe mich da interessiert. Die gibt ja auch einige, ich glaube, zur Intuition gibt die eben einige Seminare oder zum damaligen Zeitpunkt eben. Ich glaube, ich hatte mich damals sogar echt noch geärgert, weil das Büro in der Schweiz ist und ich vom deutschen Telefon aus angerufen habe und die mir das nicht gesagt haben. Und ich glaube, das Telefonat hat mich richtig viel Geld gekostet. Und das hätten die ja echt mal sagen können. Aber gut, egal. Ja, ich hatte mich da eben damals interessiert für so ein Seminar und ich bin Gott so dankbar, dass auch das mir erspart geblieben ist. Ja, also ich hatte keine persönliche Berührung mit der Jana Haas jetzt selber. Aber du sagst, dass Aber das. eben diese Verblendung, ne, diese Interesse dann schon da ein Seminar auch machen zu wollen. Also, wenn sich jetzt jemand eben besonders gut darstellen kann, gut reden kann, so Typen wie jetzt von mir ist auch Veit Lindau, die halt viele in ihren Bann ziehen, dafür sagst du, warst du selber anfällig so ein bisschen, ja, da dich dann blenden zu lassen. Absolut. Also Leute, die wirklich, wo du so meinst, boah, die sind so bodenständig und die stehen irgendwie so fest im Leben. Ja, also ich persönlich war da super anfällig für. Ja, und ich glaube, das betrifft noch einige Menschen mehr. Ja, das Ja, ich habe betrifft. da einiges an Schulung hinter mir. Das oft einfach wirklich, da steckt nur Luft. Also da ist nichts, also nur Blendung. Ja, gut reden können nach außen hin. Und dahinter gar nichts. Da ist überhaupt nichts. Und oft kommen die Leute nämlich gar nicht gut zurecht. Ja, was hinter Ja, den ist Kulissen so. passiert. Genau. Also mag ich jetzt bei der Jana Haas persönlich mir kein Urteil erlauben.
Weiß ich jetzt nicht, aber ich habe einige so kennengelernt und einige eben persönlich, die eben auch so, ja, mir kam ja das Wort so allglatt nach außen wirken, wo dann ja mehr Schein als Sein, auch in der Live Plus, wo wir drüber gesprochen hatten, da in dieser Speaker-Szene, ja, auch dieses genau dasselbe, dieselbe Verblendung, ja, die verkaufen sich alle, als hätten die alle ihr Leben so super und alles toll und die wären so erfolgreich und dies und jenes und alles läuft super, Familie läuft super, akademischer Grad und dies und jenes, also alles so auf Staat, also die Identität so auf Status gebaut, ja. Ja. Und da habe ich mich einfach oft blenden lassen, muss ich ehrlich zugeben. Und habe aber wirklich auf die Schule eben bekommen, dass das mehr Schein als Sein ist, weil wenn du da näher hinguckst, wirst du ganz schnell merken, wie viel Lüge dahinter steckt. Ja, weil der Schein lässt sich nicht ewig aufrechterhalten. Irgendwann demaskieren sich diese Leute dann auch irgendwann mal von selbst. Ich habe da so einiges mitgekriegt, auch von Leuten, die Speaker da persönlich kennengelernt hatten und was da so hinter den Kulissen stattfindet. Ja, Ja, was genau, habe ich dir auch erzählt. Da haben wir auch mal kurz drüber gesprochen. Genau, habe ich eben auch in der Speaker-Szene, ne? Und wenn sich da was dahinter abgeht, dann interessiert auf einmal die Familie gar nicht mehr so sehr, ne? Zum Beispiel, ja. Genau, da Ja. geht dann richtig der Punk ab. Nach außen hin wird halt der Schein gewahrt und da ist es alles super perfekt und ja, aalglatt, wie du schon gesagt hast, oder diese wie Honig, Vorsicht, Klebefalle, wie Jana Haas in dem Kommentar beschrieben wurde. Ja, man darf sich einfach davon nicht blenden lassen. Wie du schon Genau. sagtest, der Teufel verkleidet sich als ein Engel des Lichts, der kommt nicht als bedrohlicher Dämon daher oder ein Betrüger hat auch nicht auf der Stirn stehen, hallo, ich bin ein Betrüger. Natürlich nicht, der gibt sich auch als der liebste und ehrlichste Typ aus auf der ganzen Welt, damit man ihm das eben nicht ansieht. Ja, und das ist ja eben die Gefahr, das ist genau die Versuchung. Aber trotzdem, ganz viele fallen drauf rein. Ich bin ja nun früher auch drauf reingefallen, als ich noch in der Lichtarbeit war. Da gab es zwar noch nicht so diese Coaching-Szene, da gab es dafür dann aber andere Sachen, ne? Auf die man auch reinfallen konnte. Na gut, also das war, um kurz Thema Jana Haas zu streifen. Dann hatten einige ja auch nachgefragt wegen Autoimmunerkrankungen. Genau, da hattest du ja im ersten Video gesagt, dass Gott dir da so die Wurzel gezeigt hätte und du deine Autoimmunerkrankung damit auch losgeworden bist. Und viele wollten natürlich jetzt wissen, was ist denn jetzt die Wurzel? Wie schon erwähnt, aber du erklärst es nur mal so grundlegend, da könnte man nochmal eine eigene Sendung machen. Also ich erwähne jetzt nur den Oberbegriff, der im Grunde zutrifft auf alle Immunerkrankungen. Ja. Und zwar ist es ist ein krasses Wort, finde ich. Und da kommt man vielleicht auch nicht direkt dran oder vielleicht denkt man dann auch, nee, passt vielleicht nicht, kann möglich sein. Und zwar ist es Selbsthass und Selbstablehnung. Also Ablehnung und Selbsthass. Genau. Also der Körper bei Autoimmunerkrankungen geht der Körper ja gegen sich selber. Eigentlich spricht es auch schon für sich, ne? Wo man mit sich nicht im Frieden ist. Genau. Also das ist so der Überbegriff. Und dann darf da einfach noch individueller hingeschaut werden. Mich hat auch eine ja angeschrieben, die unter die Kommentare gesprochen hat, der hat sich auch persönlich geantwortet. Und ich habe dir ja gesagt, also wenn Interesse besteht, kann man da tiefer drauf eingehen. Ja, genau Was auch das. mir auch gezeigt hat, oder eben, ich habe da einen Dienst aus einem christlichen Dienst eben auch ein Buch zugelesen, aber allerdings erst später, also nachdem mir Gott die Sachen gezeigt hatte, habe ich quasi nochmal wie so eine Bestätigung erhalten aus langer Erfahrung von Christen, die halt im Heilungsdienst oder die viel Heilungen mitbekommen haben. Da könnten wir nochmal tiefer drauf eingehen. Aber grundsätzlich sagst du, die Wurzel, also Selbsthass, das ist so die Genau. Wurzel, weil Autoimmunerkrankung ja Ja. da irgendwo der Körper gegen sich selber arbeitet, ne, eine gestörte Selbsttoleranz im Organismus zugrunde liegt und das hat auch so eine diese geistige Ursache. Und Genau, es ist immer mit Schuldgefühlen auch gepaart, also Selbstverdammnis und so weiter. Ja, genau, also Selbsthass, Selbstablehnung, Selbsthass ist der Oberbegriff.
Und da du ja das losgeworden bist, wie du gesagt hattest, ja beim letzten Mal schon, nehme ich an, dass das daran lag, dass du diesen Selbsthass überwunden hast. Ist das so richtig? Ja, also Gott hat mir da sehr viel zugezeigt. Also sehr, sehr viel, ne? Also wie viel Wut auch noch in mir war, die sich im Grunde, also ne, die Wut, die sich dann im Grunde, also auf der geistigen Ebene kann man sagen, ist die Ursache Bitterkeit, ne? Also irgendwo ist man bitter geworden. Aber ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte keinen Zugang. Also ich hatte da wirklich keinen Zugang. Hättest du mir gesagt, ich bin bitter oder so. Ich habe da keinen Zugang gehabt. Als ich Christin geworden bin, hat Gott mir Stück für Stück dann die Dinge offenbart. Ja? Weil ich wäre da am Anfang nicht dran gekommen, weil ich hätte gesagt, wie Bitterkeit, bis ich dann irgendwann die Zusammenhänge auch verstanden habe. Also Gott hat eigentlich Stück für Stück mir einfach Sachen aufgezeigt, auch Zusammenhänge gezeigt. Ja. Dann hat Gott mir zum Beispiel auch eben dieses, du kennst bestimmt den Bibelvers mit der Quelle, mit der in der Wüste, die Quelle, die bitter war, Ja. die dann süß geworden ist durch das Stück Holz. Also Mara heißt ja die Quelle. Und im Grunde diese Wut oder dieses Ärgernis, was man eben so hatte, oder ich in dem Fall so hatte, was sich ja im Körper noch befindet, ja, wo die Seele bitter geworden ist, aber im Körper halt diese Emotionen, diese geladenen Emotionen halt noch irgendwie vorhanden sind. Und dann steckt es wie bitteres Wasser, sag ich mal. Also ist im Körper vorhanden. Also so ein Bild hat mir Gott quasi gezeigt. Und die Wahrheit ist in Gottes Wort, dass wir eben Ströme lebendigen Wassers. Ja, also es ist das nächste Bild, was Gott mir quasi gezeigt hat, eben dieses lebendige Wasser, ja, von Gott. Ja, genau. Also kann man sagen, weil bei dieser Quelle da in Mara, da hat ja dann Mose dann so ein Holz da reingeworfen, da wurde das Wasser ja süß. Und also vorher hat er aber auch gebetet, hat zum Herrn geschrien, dass Gott ihm das irgendwie zeigen soll, was er machen soll. Und das Ergebnis war dann, dass er dieses Holz reinwarf. Kann man das so geistig übertragen, dass du dann einfach auch das umgesetzt hast, was Gott dir da gezeigt hat? Ja, oder du nimmst halt, ne, also auch das Kreuz an, ne, also das Kreuz, also du nimmst die Gnade an des Herrn und gibst, also ich habe da Buße für getan, ne, für die Wut, auch für Selbsthass oder Ablehnung, ja, also ich habe dann einfach, wo Gott mir diese Dinge aufgezeigt hat, also im Gespräch einfach da Gott auch um Vergebung gebeten für gewisse Dinge Also durch das Kreuz, also durch das Werk, was Jesus für uns getan hat, das ist ja dieser Tausch einfach am Kreuz. Er hat alle Krankheiten für uns getragen. Ja, das bringe ich jetzt auch mit diesem Bild einfach, wo das Wasser süß wurde in der Wüste. Ja, Jesus ist ja ans Kreuz gegangen für uns. Ja, und das in Empfang zu nehmen, dass wir geheilt sind durch seine Striemen. Ja. Wir müssen ja nicht die Krankheit nicht mehr tragen und auch diesen, wir sind ja nach seinem Ebenbild geschaffen oder er hat Psalm 139, ja, sich wirklich auf die Wahrheit zu stellen. Also gewisse Dinge darf man einfach erkennen, wie jetzt zum Beispiel wirklich diese starke Selbstverdammnis, ja, dieses wirklich, dass man, das ist eine krasse Offenbarung irgendwie auch, weil man vielleicht gar nicht so, also ich zumindest in dem Fall gar nicht, ich war mir nicht darüber bewusst, dass ich so gegen mich selber, also so viel auf meinen Schultern auch Aufgeladen. geladen war. Genau, und wir müssen das ja nicht tragen. Jesus hat uns, also dieser Tausch am Kreuz, das in Empfang zu nehmen, das die Gnade. Die Ja. Gnade wirklich in Empfang zu nehmen, das würde ich sagen, ist schlussendlich durch seinen Streben sind wir heil geworden. Ja. Genau. Natürlich wird man als Christ trotzdem noch krank, aber wir dürfen immer schreien zum Herrn, und er zeigt uns dann, wie Mose da mit dem Holz oder dir
dann auch oft eine Lösung. Ich hatte ja in einer anderen Sendung mit meiner Diabetes das erzählt, wie Gott mir das auch gezeigt hat und ich auch geheilt wurde davon. Das kann man ja in dem Video nach sich nochmal anschauen. So, gut, dann würde ich sagen, dann haben wir noch ein Thema, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen. Robert Franz hatten einige gefragt. Ich war da, das betrifft mich auch selber, weil ich hatte mir echt überlegt oder bin am Überlegen, ob ich mir DMSO-Tropfen bei ihm bestellen soll und auch OPC, also Traubenkernextrakt, weil das ist ja auch so ein Wundermittel, soll das ja sein für alles Mögliche oder auch CDL. Aber vielleicht kannst du dazu was sagen oder auch generell erstmal, also so deine Einschätzung zu ihm oder generell zu seinen Produkten. Ja, also klar, der Robert Franz ist mir natürlich in der Laufzeit meiner esoterischen Zeit auch irgendwo begegnet. Also über Life Plus damals. Und irgendwann war ich eben bei ihm auch also in dem Shop, der in München ist, den betreibt er nicht selber, aber ich war da eben in diesem Shop und das sind alle Produkte von ihm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das voll amüsant, weil der ja da eben ständig mit irgendwelchem Staat im deutschsprachigen Raum immer im Clinch liegt und das Ganze umgeht und da irgendwie die Nahrungsergänzung eben anbietet, fällt jetzt kein bewusstes Etikett jetzt ein, aber irgendwelche Tiere dann abbildet und irgendeinen Spruch da drauf macht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch heute als Christin seine Produkte einnehmen. Ja, also ich habe da keine Bedenken. Also Produkte sind soweit okay. Er selbst ist zwar jetzt kein Christ, aber das heißt jetzt nicht, dass es irgendwie okkult wäre oder so, was er anbietet, ne? Nee, also ich bin nicht der Auffassung, dass da irgendwas okkult ist. Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin da auch noch am Überlegen, mir da wirklich mal was zu bestellen, weil da soll es ja, wie gesagt, diese DMSO-Augentropfen geben, die dann verdünnt sind oder beziehungsweise man kann die dann irgendwie selber zu Augentropfen machen. Und dieser Shop, aber in München, das würde mich mal interessieren, der hat ja wahrscheinlich auch andere Produkte. Kann es trotzdem sein, dass die Shops selber auch esoterische Sachen auch mit anbieten? Also die verkaufen dann halt irgendwie auch Coachings oder so Bioresonanztherapien oder irgendwie so andere Zusatzdinge. Im Shop selber kriegst du aber keine anderen Produkte, soweit ich in Erinnerung habe. Also wirklich nur Robert-Franz-Produkte und gewisse Teesorten oder so. Aber ich glaube, selbst die Teesorten waren irgendwie vom Robert, soweit ich mich erinnere. Und der macht ja auch wirkliches Tierfutter. Aber wie gesagt, die verkaufen eben halt auch Coachings oder irgendwelche Heilpraktika-Anwendungen oder Energiearbeit gegebenenfalls. Okay, Also in dem Fall eine super nette Mitarbeiterin dort oder eine super liebe Frau vor Ort, aber eben halt auch mit esoterischen Verfahren. gut, also da muss man ein bisschen bei den Shops drauf achten. Da kann unter Umständen zusätzlich noch was Esoterisches mit über den Ladentisch gehen oder angeboten werden, um das mal zusammenzufassen. Aber ansonsten die Produkte sind soweit in Ordnung. Ja, gut, dann haben wir ja das Thema auch geklärt. Wenn da jemand noch Erfahrung hat, übrigens, gerade DMSO würde mich persönlich jetzt sehr interessieren. Wäre für mich das erste Mal, man liest so viele Wunderdinge. Gerade ich mache ja Bildschirmarbeit ganz viel und ich dachte, vielleicht helfen da diese Augentropfen ein bisschen gegen Schmerzen und Entzündungen oder auch Pilze, soll es ja auch gut sein. Aber gut, ich bin da ziemlich unerfahren. Wenn da also jemand sich auskennt, wäre ich auch ganz dankbar für Kommentare. Aber das ist ja wirklich dann ähnlich wie CDL, ne? Weil das kannst du ja auch in die Augen machen, irgendwie so. Ja, CDL ist halt dieses Chlordioxid mit Wasser und beides soll sehr ähnlich sein. Es hat aber trotzdem eine unterschiedliche chemische Zusammensetzung. Aber die Wirkungsweise soll wohl sehr, sehr ähnlich sein zwischen CDL und DMSO. Aber vielleicht ist da auch jemand, der gerade zuhört, der das nochmal ein bisschen genauer uns darstellen kann. Ja. Was jetzt genau da der Unterschied ist. Also mal das, was ich gehört habe für die Augen, das ist halt DMSO, aber es kann gut sein, dass das auch als CDL gibt. Muss man halt dann gut verdünnen, irgendwie nur 3% oder sowas nehmen fürs Auge und nicht mehr auf jeden Fall, sonst ist es dann wieder ungut fürs Auge.
Ja, aber wie gesagt, wenn das. Also mit Sicherheit, also auf keinen Fall pur reintun, genau. Naja, ich denke, das versteht sich von selbst. Ja, Ja, eigentlich schon. dann sind wir eigentlich durch so mit diesen kleineren Fragen. Wie gesagt, zum Thema Mind Control und Thema auch Psychologie. Da guckst du, ob dass du das vielleicht jetzt auch bei den toxischen Beziehungen mit erwähnst. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich auf das Hauptthema über. Ich darf vielleicht sagen, Sandy, das hast du mir ja vorher gesagt, dass du dich deswegen auch so gut mit dem Thema auskennst, weil du selber sehr lange in so einer Beziehung selbst drin gesteckt bist und dass du rückblickend ist dir das eigentlich erst so aufgefallen. Ja, fangen wir vielleicht mal von vorne an. Was würdest du sagen, was ist denn eigentlich jetzt genau eine toxische Beziehung? Ja, also eine toxische Beziehung verstehe ich darunter. Also erstmal, das ist alles Ungöttliche. Vielleicht fangen wir einfach mal umgekehrt an. Also ungöttliche Seelenbindungen auch oder ungöttliche Beziehungen. Also ich fange mal so rum an, wie Gott sich Beziehungen bzw. Verbindung zwischen Mann und Frau gewünscht hat oder vorgesehen hat. Da schreibt er ja in seinem Wort auch ganz deutlich drüber. Dass eben auch, ja, er hat Mann und Frau geschaffen und wenn Mann und Frau sich, sag ich mal, verbinden und ein Fleisch werden und ja, das ist Gott einfach heilig und er möchte einfach, dass das innerhalb der Ehe stattfindet und nicht außerhalb der Ehe. Also alles, was außerhalb der Ehe davon stattfindet, ist schon mal nicht unter der Ordnung Gottes und gibt einfach Raum für den Satan, ja, Unzucht, ja. Also so muss man vielleicht mal anfangen. Von daher sind ja im Grunde alle Beziehungen zwar nicht unbedingt toxisch, die so zustande kommen, aber eben nicht unbedingt nach der Ordnung Gottes. Ja, also toxische Beziehungen sind, wo Menschen zusammenkommen oder wo der, kann man auch wirklich sagen, wo der Feind Menschen zusammenführt, die einfach sehr zerstörerisch, also sehr viel Schaden anrichten. Das sind toxische Beziehungen. Ja, die meistens schon die Grundlage oder der Nährboden, sage ich mal, schon in der durch die Herkunftsfamilie eben gelegt ist, dass man überhaupt in solche Beziehungen reinkommt. Also du meinst, die Ursache liegt schon ein bisschen früher bei der eigenen Familie? Oder wie meinst du das mit Ursprungsfamilie? Ja, genau, also oft, ich will nicht sagen, dass es immer so ist, also ich lasse mich da auch gern eines Besseren belehren. Ich kann hier, ich bin da weder ausgebildet, ich habe mich nur sehr viel mit der Thematik beschäftigt und auch sehr viel mit Psychologie beschäftigt. Aber ich würde nach meiner heutigen Zusammenfassung und Erkenntnis und Erfahrung sagen, dass irgendwo schon eine Tür dafür gegeben sein muss, dass man überhaupt in solchen Partnerschaften landet oder wo sogar wirklich ein Elternteil eben schon auch manipuliert hat oder sogar in irgendeiner Form narzisstisch unterwegs war. Okay, und das kriegt Genau, man wo mit? irgendeine Form von Missbrauch stattgefunden hat, also emotionaler Missbrauch, diese manipulativen Einflüsse. Wie meinst du, das kriegt man mit? Naja, man kriegt das ja dann als Kind mit, wenn da jemand von den Eltern manipulativ vorgeht, oder man kriegt das unterbewusst zumindest mit, vielleicht gar nicht mal so bewusst. Aber du meinst, man trägt das so mit sich herum wie so ein Trauma? Kann das sein? Genau, zum Beispiel oder wo halt einfach andere Generationseinflüsse vorliegen. Also so 100% kann ich dir da jetzt keine Einheitsantwort drauf geben. Ich bin der Auffassung, dass da oft einfach schon die Türen durch die Familie in irgendeiner Form offen waren oder auch Angst, die man entwickelt hat in der Kindheit, kann schon auch einfach eine Tür sein. Ja, meistens hat das einfach Generationseinflüsse, die mitgegeben werden, Übertragungen, die da stattfinden. Ja. Okay, also Oder jetzt. eben an Verhaltensweisen durch Eltern halt eben. Ne? Manipulation aus geistiger Sicht ist Zauberei, Hexerei. Und da sind ja dann definitiv eben Einflüsse auch, geistige Einflüsse vorhanden. Also wenn man zum Beispiel Manipulation als so eine Art Zauberei bezeichnet, das ist ja letztendlich auch Zaubern, da manipuliert man ja, also man kann ja auch Menschen manipulieren, um sie zu steuern.
quasi, ne? Und das ist das, was du meinst, ja? Also, dass das so in den Bereich Magie eigentlich fast schon hineingeht. Genau, also im Kleinen, ja, die ganze Sache findet im Kleinen statt. Also zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach Familien oder auch, ja, der kleinste Rahmen sind wahrscheinlich Mann-Frau-Beziehungen, also intern in der Familie, oder wir sehen es halt auch im großen Stil eben international, ja, in Firmen, aber auch staatlich, ja, also wo einfach. Die Strategie ist immer dieselbe, also die Methode ist im Grunde ja fast identisch. Ich glaube zwar, dass da Unterschiede gibt, dass manche das unbewusst machen und ich glaube eben, dass halt gezielt eingesetzt wird, aber schlussendlich ist die Form eigentlich immer dieselbe. Kann man Also, sagen, der Feind arbeitet da immer mit derselben Strategie. und wenn jetzt jemand sagt, ich bin in einer toxischen Beziehung oder ich bin darin gewesen, heißt das dann, dass der andere Teil, also der Partner, quasi manipulativ war zu einem, der dadurch sich Stress, zum Beispiel, dass Stress bei einem ausgelöst hat? Kann man das so verallgemeinert sagen? Genau, also ja, also manchmal ist ja auch so, dass halt beide Teile, ne, also wo auch der, naja, es wird ja auch so oft mit Täter-Opfer genannt. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass der eine Teil, der kann schon auch in irgendeiner Form mit Manipulation oder auch mit manipulieren. Ja, ich rede aber jetzt hier wirklich von diesem toxischen Part, also diesen narzisstischen Part einfach, wo wirklich ja, schon eine Form von Gehirnwäsche stattfindet. Ja. Also ob derjenige sich darüber im Klaren ist, welchen Schaden er anrichtet oder nicht, steht vielleicht nochmal auf einem anderen Papier. Aber ich mag jetzt vielleicht mal kurz nochmal erläutern, was eben einfach auch weltlich oder schulmedizinisch mit Narzissmus gemeint ist. Also da gibt es hier mehrere Einstufungen. Und laut meiner letzten Erkenntnis war das eben, dass es halt diesen grandiosen maligner Narzissmus gibt. Das ist wirklich eine Form von bösartigem Narzissmus. Dann gibt es ja diesen vulnerablen, fragilen Narzissmus und eben diesen exhibitionistischen Narzissmus. Und das sind einfach verschiedene Einstufungen. Und manchmal ist eben wirklich der Narzissmus halt verdeckt, also wo du da gar nicht das leicht erkennen kannst. Ja, wenn du zum Beispiel, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mich habe auch leicht blenden lassen oder so, oder einfach auch vielleicht ein bisschen, ich sag mal, gutgläubig oder, na, ich will nicht sagen naiv, aber vielleicht schon irgendwie an das Gute immer geglaubt haben oder das Gute im Menschen oder so. Also mir war vorher nicht klar, dass Menschen so sein können. Ja, dass Menschen wirklich, wirklich so sein können und auch so einen Schaden hinterlassen und wirklich so krass über Leichen gehen. Muss ich echt so sagen. Und deswegen, also in der Schulmedizin gibt es eben diese Unterstufungen, diese unterschiedlichen Einordnungen eben. In der Schulmedizin heißt auch, dass Narzissmus unheilbar ist. Ich bin der Auffassung, dass Narzissmus durch Jesus Christus heilbar ist. Das glaube ich auch. Aber ja, auf jeden Fall. Aber Schulmedizin, ich wäre, das ist eine Persönlichkeitsstörung. So wird es, glaube ich, nach wie vor eingegliedert. Also es ist schon eine Und Störung, ne? Also auch schulmedizinisch betrachtet. Es ist nicht nur irgendwas Geistiges, das natürlich auch, aber es wird auch sogar von der Schulmedizin als eine Störung an, betrachtet, ja? naja, gut, die Schulmedizin nimmt das Geistige ja gar nicht mit rein. Und so gesehen ist ja auch eine Störung, weil also der Feind da ja massiv Einfluss hat auf diese Menschen, die eben so narzisstisch unterwegs sind. Ja, die sind ja richtig eingenommen vom Feind. Ja, ich denke mal, ich darf das sagen. Ich hatte ja vorhin schon angedeutet, du warst ja selber lange in so einer Beziehung, 14 Jahre, wenn ich mich da recht erinnere. Jetzt hattest du mir aber so erzählt, dass das sei dir eigentlich erst so rückblickend richtig aufgefallen. Ist das genau der Kern der Sache, dass man das, während man in der Beziehung ist, gar nicht so richtig merkt, dass man manipuliert wird? Kann das sein, dass man das erst so im Nachhinein irgendwie so richtig merkt und realisiert? Naja, ich habe halt am Anfang, ja, habe ich, glaube ich, gewisse Dinge auch einfach gar nicht so
ernst genommen oder ich habe halt gedacht, okay, ich habe schon gewisse Dinge zur Kenntnis genommen, halt auch viel mehr zur Kontrolle und so, ja. Und dass derjenige sich ganz schön viel an sich reißt, also an sich gerissen hat von mir. Ich bin zum Beispiel mit der Zahl 666 komplett zugedeckt worden, eingedeckt worden, meine E-Mail-Adresse. Dann habe ich irgendwie ein anderes Auto bekommen, hat dann auch die Zahl 666 drauf bekommen. Also so lauter so Sachen. Fand ich auch im Rückblick sehr interessant. Ja, wo das einfach so subtil angefangen hat. Ja, wo ich am Anfang noch gedacht habe, okay. Und ja, wo dann natürlich irgendwann immer schlimmer wurde. Ja, viele Sachen. Also, was mir überhaupt nicht aufgefallen ist am Anfang, waren halt gewisse Respektlosigkeiten und vor allen Dingen dieses hochgradig krasse Lügen. Ja, also, das hat so lange gedauert. Ich weiß nicht, ob du schon mal den Begriff hast, bestimmt schon mal gehört, Gaslighting. Ist eine Gaslighting. Form, hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Ja, ich habe es nicht ganz genau gehört. Gaslighting oder was? Genau, Gaslighting. Ja, das habe ich schon mal gehört, so eine psychische Manipulation, wo man so verunsichert wird, ne? Genau, du wirst also so krass verunsichert, oder es kann so krass sein, dass du so heftig verunsichert wirst, dass du deine eigenen Wahrnehmung, also die eigene Wahrnehmung wird so, ja, zerstört, kann man fast sagen, dass du nicht mehr weißt, ja, dass das, was du gesehen hast, ob das jetzt wahr war oder nicht. Also so krasse Formen kann die Sachen annehmen. Und bei mir war das eben halt zum Teil auch so. Ja, also richtig, richtig, richtig heftig. Also es ist so eine richtige perfide Technik, einen so zu destabilisieren. Also da greift der Feind, sage ich jetzt mal übergeordnet, voll in die Identität eines Menschen rein, aber auch auf das Selbstwertgefühl. Ist ja auch hochgradig parasitär, mal ganz davon abgesehen. Genau, also wenn du Identität und Selbstwertgefühl zerstörst, dann hast du nachher im Grunde ja einen zerstörten Menschen. Ja, also du wirst richtig Also klein bist gemacht. schon richtig entwertet. Ja, wirklich. Also das fängt subtil an und wird dann schon immer irgendwie offensichtlicher. Ja, weil, aber es hat lange, hat, und da mag ich auch nochmal sagen, dieses Klebemittel. Ich habe damals zeitweise wirklich, da war kein Rauskommen so wirklich. Also, weil da ständig auch so eine Schuldzuweisung, also so. Also irgendwie wird man ja auch zum Opfer gemacht. Vielleicht macht man sich dann schlussendlich auch selber zum Opfer. Die Schuldumkehr, sag ich jetzt mal, der andere produziert immer irgendwo einen Streit, ja? Oder er bringt irgendwie immer Situationen, die Streit verursachen, lagert es aber so um, dass der andere sich verantwortlich fühlt. Also das ist so heftig, wirklich so heftig. Dass der andere im Grunde, also der narzisstisch Veranlagte, der übernimmt null Verantwortung und dem anderen wird eigentlich alles draufgepackt. Natürlich ist hier auch zu sagen, okay, der lässt ja auf sich draufpacken, ja. Aber so einfach würde ich sagen, ist es nicht, wenn man drin steckt. Ja, das ist nicht so einfach erkennbar, diese Machtspiele ja auch. Ja. Genau. Und die Lügen, die sind so heftig, ja, oder die können so heftig sein. Weil du jetzt Machtspiele schon gerade gesagt hast, war das das Ziel oder ist das das Ziel Machtausübung gegenüber jetzt dir in dem Fall? Also ich glaube, das Ziel dahinter ist wirklich die Kontrolle zu halten über den anderen, also den anderen wirklich zu kontrollieren. Ja. Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen, den anderen zu kontrollieren, aber eben auch Macht, ne? Also Macht und Kontrolle, ne? Also die Macht über den anderen auch zu haben. Ja, und den anderen irgendwie auch klein zu halten, auch abhängig zu machen.
Also diese Strukturen, die habe ich wirklich lange nicht erkannt, ne? Also ich habe da echt lang für gebraucht, weil ich dann dachte, also ich hänge ja hier wie Klebemittel fest. Wie Pattex, habe ich immer gesagt, was ist das? Ja, und irgendwie entsteht durch diese Zauberei, Hexerei aus dem Geistigen eben, durch diese angewendete Manipulation. Gaslighting-Methode oder Manipulation, eben auch so wie so eine, ja, wie so eine Abhängigkeit, wie so eine emotionale Abhängigkeit. Also echt krass, wirklich, wirklich krass. Das ist voll Brainwashing, ja. Ja, da wollte ich nämlich Also. gerade einhaken, weil man könnte ja von außen jetzt einfach so sagen, naja, dann soll sie sich doch trennen. Aber du Von hast wegen. ja so angedeutet, das ist ja gar nicht so einfach, wegen dieser emotionale Missbrauch erzeugt ja auch eine emotionale Abhängigkeit. Aber wie kann man das sich vorstellen? Also man merkt ja irgendwie, da stimmt irgendwas nicht, aber kann sich trotzdem nicht lösen. Kannst du das irgendwie Also beschreiben? ich konnte mir diese emotionale Abhängigkeit überhaupt nicht erklären. Ich fand die voll ungesund. Ich habe einfach auch gemerkt, also irgendwas stimmt ja hier nicht. Also was stimmt hier eigentlich nicht? Ich war wirklich auf der Suche, wo ist die Ursache? Was ist hier los? Ja, ich bin da aber nicht drauf gekommen. Was aber ein ganz großer zusätzlicher Faktor ist, einfach, du fühlst dich einfach schuldig. Weil du, also derjenige, der, sage ich mal, mit diesem Narzissmus konfrontiert ist oder mit dieser Manipulation, der ist ja derjenige, der mit den Schuldgefühlen rumläuft, nicht der Verursacher. Ja? Und du hast da ständig das Gefühl, dass du die Beziehung, dass die Beziehung wegen dir scheiße läuft oder dass du nicht genug gegeben hast. Also dir wird ja eigentlich auch vermittelt, dass mit dir stimmt ja was nicht. Das ist wieder diese Gaslight-Methode, dass dir die Wahrnehmung, also das ist wirklich heftig. Also ist nicht zu unterschätzen, welche krasse Ausmaße das hat, wenn die Wahrnehmung von einem Menschen so verunsichert wird. Also ich rede hier wirklich, dass mir derjenige in die Augen geguckt hat, wirklich in die Augen geguckt hat und bei seiner Lüge geblieben ist. Also wir reden hier wirklich von radikalen Maßnahmen, die so heftig sind und die natürlich den anderen einfach destabilisieren. Ja, eigentlich ständig entwerten, entmachten. Also, das sind schon angewandte Techniken, die hier passieren. Das ist einfach, hat heftige Ausmaße. Und Ja. also mal, ich denke mir, irgendwie legt man sich wahrscheinlich dann auch eine Strategie zurecht, wie man damit in der Beziehung umgeht. Du hast gesagt, du hast dir schon ganz viele Gedanken gemacht, was da jetzt, also warum du so abhängig bist. Hattest du andere Strategien, dass du da irgendwie nicht zugrunde gegangen bist? Wie hält Also man das aus? ich glaube, dass diese Zauberei, Hexerei oder was auch immer übergeordnet dahinter steht, also dieses, ja, diese Manipulationstechniken, dass die tatsächlich abhängig machen, ja, weil ich würde nicht sagen, dass ich am Anfang der Beziehung diese Abhängigkeit hatte, würde ich nicht so unbedingt sagen, ne, das ist echt entstanden. Entwickelt sich, ja. Ja, also das muss schon irgendwie zusammenhängen. Ja, wobei ich jetzt da rückblickend natürlich auch sagen kann, also in meiner Familie haben schon ähnliche Muster vorgelegen. Von den Eltern zu Ja. den Kindern zum Beispiel, oder wie? Oder kann noch sein, vom Vater zur Mutter oder so. Man kriegt das mit. Genau. Ja, ich würde also dieses Geistige einfach nicht unterschätzen, dass da einfach von Generation zu Generation gewisse Flüche vielleicht auch weitergegeben werden. Oder wie auch immer. Das glaube ich dann wirklich individuell nochmal zu betrachten. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja wahrscheinlich auch über die Beziehung hinaus dann für jahrelange Belastungen noch sorgen kann. Also wie war das bei dir? Hast du da richtig so eine Belastungsstörung noch über die Beziehung hinaus beibehalten? Oder hast du die überhaupt ist die überhaupt schon weg? Ja, da komme ich jetzt zu. Also in der Beziehung, jetzt mag ich mal noch den Punkt mit reinbringen, weil durch diese Beziehung, wo ich ständig, wo ständig mir die Verantwortung für alles Negative, was in der Beziehung gelaufen ist. Also nehmen wir zum Beispiel ein gutes Beispiel, was häufig angewendet wird, ist,
dass die halt einfach noch Beziehungen außerhalb der Beziehungen haben. Also keine Ahnung, One-Night-Stands oder andere Partner. Dabei immer bei der Lüge bleiben. Ja, also durch eben gewisse One-Night-Stands oder Beziehungen außerhalb unserer Beziehungen, irgendwelche sexuellen Sachen, die da gelaufen sind, und mir aber ständig das Gefühl gegeben wurde, dass wegen mir solche Sachen passieren oder beziehungsweise eigentlich gelogen wurde, dass überhaupt so Sachen überhaupt nicht stattfinden, bin ich irgendwann natürlich, habe ich versucht, irgendwie Lösungen zu finden. Ja, und bin dann auch zum Beispiel bei einem Buch von Eva Maria Zuhorst gelandet, Liebe dich selbst und ist egal, wen du heiratest oder so ähnlich. Einfach, ja, schon auch in diese esoterische Schiene eigentlich reingekommen bin, weil ich wirklich gedacht habe, was stimmt hier eigentlich nicht? Ja, also mit mir stimmt irgendwie, also mit der Beziehung stimmt irgendwas nicht, aber was ist die Ursache? Eigentlich, ich bin sowieso immer schon nach der Ursache am Suchen gewesen, mit allem immer schon. Und wollte einfach gerne ja, eine gesunde Beziehung halt führen. Und nicht so eine kranke, ist ja eine absolut kranke, toxische Verbindung gewesen. Und ja, bin dann auch, also ich könnte mir vorstellen, dass, ja, oder kann eigentlich zu 100% sagen, dass diese Beziehung auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass ich überhaupt eben mich mit solchen Sachen auch beschäftigt habe. Dass du überhaupt in die Ja. Esoterik geschlittert bist, war das auch Ja, aber interessant. ich war vorher mit so Sachen überhaupt nicht beschäftigt. Genau, also mein eigener Lebensumstand hat eben dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich mit, ich habe das damals so gesehen, dass ich mich mit mir auseinandersetze. Ist ja auch ein Stück weit definitiv so gewesen, weil du kommst ja dann zur Persönlichkeitsentwicklung und dann ist ja auch ganz schnell, also du bist da ja dadurch, dass es alles so infiltriert ist, ja auch direkt mit esoterischen Sachen oder alternativen Heilsachen wie Familienstellen oder so, also ganz schnell da drin in dieser, Ja, in dieser Schiene ja, absolut. ging das so weit, dass du vielleicht sogar, das wird ja oft in der Spiritualität gesagt, dass du vielleicht sogar so weit gegangen bist, dass du dieser Lüge geglaubt hast, dass das vorher alles abgesprochen war. Das gibt es ja, ne? Du hast das alles vor deiner Inkarnation so ausgesucht, dass du da so unterdrückt wirst. Hat das auch eine Rolle gespielt? Ja, ich glaube aber erst später. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da war schon, ja, doch kann sein, dass wir da noch zusammen waren. Dass eben, du meinst jetzt mit dieser Reinkarnation und Ja, und dass man das vorher abgesprochen hat, dass man ja. mal die Erfahrung machen will, was natürlich totaler Quatsch ist, aber das glauben ja viele. Ja, das hat man mit dem Partner abgesprochen, die wollte, dass man mal diese Erfahrung macht. Dann erklärt sich damit natürlich alles, ne? Das ist voll crazy. Natürlich, ich glaube, ich habe mir manchmal schon die Frage gestellt, was muss ich für ein schlimmer Mensch gewesen sein in vorherigen Leben? Also ich glaube, die Frage habe ich mir tatsächlich schon ein paar Mal gestellt. Ich muss ja ganz furchtbare Sachen gemacht haben, dass Ja. mir jetzt hier so eine heftige, manipulative Beziehung, die ja auch, wo ja auch Kinder, also mit dabei waren und natürlich ja auch der Schaden, also auch die Kinder betrifft, ist ja logisch irgendwo, ne? Wenn ein Familiensystem so toxisch ist, ja, ist ja eigentlich, ich würde sagen, jedes Familienmitglied betroffen, außer derjenige, der die Sachen ausführt. Also der ist schon auch betroffen, weil an Gott kommt ja schlussendlich eh keiner vorbei. Aber dem ging es irgendwie immer gut. Also der Schaden war da nicht erkennbar. Nö, davon gehe ich Ja. aus. Davon gehe ich aus, dass das war ja, denke ich mal, so gewollt, dass es jemand gut geht, weil es dem anderen schlecht geht, dass man davon lebt, dass der andere leidet und das baut einen dann selber auf. Man sieht vielleicht das Ja, Opfer genau, gar nicht das. während dem Leiden. Das ist ja dieses Parasitäre, genau. Aber doch ist Ne, es ja dieses, der ernährt sich ja irgendwie auch an dem genau. anderen einfach, ja. Ja.
Aber doch hast du ja dann Gott sei Dank irgendwie dann den Absprung mal geschafft. Wie ist das Also dann? der hat sich auch, das mag ich vielleicht echt noch sagen, ne? Also ich war halt beruflich auch selbstständig und der Laden lief auch gut. Also der hat sich da schon auch an der Arbeit wenig beteiligt, aber an allem anderen halt schon und sich auch gerühmt damit so ein bisschen. Ist auch wieder so ein typisches Zeichen, finde ich. Ja. Dass man auf den Lorbeeren des anderen sich ausruht, oder wie meinst du? Genau, ist ja auch so dieses Nähren durch die Leistung, durch die Saat, die jemand anders gesetzt hat, sich da schön, ja. Hm, sich, ja, weiß, wie du meinst. Ja, also aber auf jeden Fall ging das ja dann auch irgendwie mal zu Ende. War das dann eher oder konntest du dich dann doch irgendwie überwinden dazu, das zu beenden? Ach, ich wollte das noch sagen. Also ich habe jahrelang, genau, weil du vorhin angesprochen hattest, eben wegen diesem Stress oder so oder wegen Belastungsstörung oder psychischen Genau, ja. Sachen, die einem aufgefallen waren. Ja, also ich habe sehr viel Stress Ausschüttung gehabt tatsächlich, also eine negative Ausschüttung an Hormonen, die sich natürlich auch bemerkbar gemacht haben. Und also da, wo so toxische Beziehungen sind, ist oft eben Trauma nicht weit entfernt, ja. Und bei mir war das wirklich so, dass dieser Stress, dieses permanente, ja, Stress, der einfach da wirkt, dass der so weit eben geführt hat, dass in dem Gehirn, sag ich mal, wie so die Sicherungen Durchbrennen. durchbrennen und weil also Trauma findet ja auch im Gehirn statt, mit dem Hypothalamus, mit der Amygdala und so weiter. Und wo einfach das Gehirn dann auch nicht mehr verarbeiten kann, diesen ganzen Stress. Und ich hatte halt definitiv während der Beziehung, also in der Beziehung noch diese Belastungsstörung. Ja. Also diese posttraumatische Belastungsstörung ist es das, ja? Ich bin zwar damals jetzt nicht da jetzt direkt zum Arzt mitgelaufen. Also ich würde eh sagen, dass ich sehr, ja, also sehr stark im Ausharren oder leidensfähig, könnte man vielleicht sagen, also sehr belastbar war, bis zu einem gewissen Punkt eben. Hm. Genau. Und ich konnte dann zeitweise, also ich konnte kaum grelles Licht ertragen. Also ich habe im Winter, im Sommer, im Frühling, ich habe 12 Monate Sonnenbrille getragen und konnte auch wirklich keine Massenveranstaltungen eine Zeit lang besuchen. Ja, jetzt muss ich aber dazu sagen, also ich habe schon gearbeitet auch in der Zeit und ich habe auch auf der Arbeit immer mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, aber eben privat habe ich Massenveranstaltungen echt gemieden. Ich Und habe viel Ruhe gebraucht, habe echt gemerkt. Ich war damals auch noch bei einer Heilpraktikerin und habe tatsächlich so eine Bioresonanzmessung machen lassen. ja. Und das vegetative Nervensystem, ich kann mich nicht mehr 100% erinnern, also entweder hätte es, glaube ich, so 80 oder sogar 100 anzeigen müssen, soweit meine Erinnerung da jetzt zurückreicht. Und das war wirklich. Die hat gesagt, also das ist echt Alarmstufe Rot, das war bei mir unter 5. Und so habe ich mich auch echt gefühlt. Also mein vegetatives Nervensystem war so krass belastet. Ja. Ja, ich meine, durch diese Stresshormone, die du schon angesprochen hast, da geht ja das Seelische, sag ich mal, auf den Körper über, ne? Definitiv. Definitiv, ja. Genau, du willst jetzt auf jeden Fall, irgendwann gab es dann dieses Ende, genau, dieser Beziehung, weil das dann, ja, also irgendwann wird es dann auch so, ich sag mal, so offensichtlich und so, ja, ich hatte dann irgendwann wirklich die Kraft zu sagen, und ich gehe jetzt. Mir war aber zu dem Zeitpunkt, also ich bin mit den Kindern ausgezogen damals, mir war die Verfassung, wie es mir wirklich geht,
nicht bewusst. Die ist mir erst bewusst geworden, als ich dann in eigenen Räumlichkeiten Ja, war. genau, da kommt ja Also nochmal. als der Auszug vollzogen war, genau. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist ja die ganze Sache noch nicht damit zu Ende, sondern die zweite Hälfte, sage ich jetzt mal, schließt sich ja an, nämlich die Nachwirkungen. Der ganze Verlauf und die Wirkung, dauert ja oft Jahre, auch das, zu bewältigen dann später, könnte ich mir vorstellen. Hat dir dann, der Glaube, also ich meine, du warst ja da noch nicht beim Glauben, ne, als das zu Ende ging, aber kam es dann ja zum Glauben und hat dir das geholfen? Also damals war ich tatsächlich noch nicht beim Glauben und ich war sehr erschrocken über meinen Zustand, als ich dann eben in meinem eigenen Zuhause war. Also mein Zustand war echt schlecht, wirklich schlecht, sowohl eigentlich auch ein Stück weit körperlich. Und also die Zerstörung, die da stattfindet, also die hat schon echt, die war schon echt missglückt, wobei ich mir also immer noch nicht sicher bin. Ob das jetzt, also vom Feind, sage ich jetzt mal, also von Satan, das ist natürlich schon gewollt. Aber ob eben die Person sich da jetzt, ich glaube, das ist bis heute nicht so wirklich klar, welcher Schaden da eigentlich angerichtet wurde. Ja, wie ging das dann eben weiter? Also ich konnte echt eine Zeit lang, also ich war dann schon noch am Arbeiten, aber ich konnte dann, ich musste wirklich unterbrechen. Also ich musste eine relativ lange Auszeit machen und bin dann bei einem wiedergeborenen Christ in Therapie gelandet. Also Gott hat mir so viel Bewahrung geschenkt. Also auf der einen Seite bin ich auch durch viel durchgegangen, aber trotzdem, also wenn ich jetzt zurückblicke, wie viel Bewahrung auf meinem Leben auch draufgelegen hat. Genau, ich war damals schon bei dem wiedergeborenen Christ dann eben in Traumatherapie gelandet und habe dann eine kurze Zeit mit dem gearbeitet. Und ich war aber noch nicht irgendwie, also von Bekehrung und hat mir da jetzt. Also Gott war, Jesus war wirklich da hinter mir her, aber ich konnte das noch nicht erkennen. Also es hat dann echt noch einige Jahre gedauert. Ich war dann auch in so einer anthroposophischen Klinik. Also bin da noch gewisse Dinge durchlaufen und dann irgendwann kam meine Bekehrung. Und jetzt würde ich sagen, also ich bin immer noch der Auffassung, dass diese autoimmune Diagnose immer noch die Auswirkungen von mitunter von dieser Beziehung waren. Ah ja, okay. Ja, so weit geht das, ne? Genau. So Das weit geht es. ja. Und vor allen Dingen ne, die Strategie vom Feind, also ne, in Epheser, den sage ich so gerne, in den Vers 6, 12 heißt es, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Mächte und Gewalten. Ja. Wie heißt da der Finsternis, Denn also übergeordnet mit der geistigen Welt? ja, die bösen Geister aus der Himmelswelt oder so, oder je nach Übersetzung, genau. Also der Feind benutzt natürlich, klar, benutzt natürlich auch so Persönlichkeiten, die eh zum Narzissmus neigen, um dann so richtig loszulegen, ja, um so richtig zu zerstören und zu demütigen und zu manipulieren und all das. Natürlich sind solche Menschen dann auch irgendwo beeinflusst von solchen okkulten Kräften, ne? Das wolltest du damit sagen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, ob ich weiß nicht, ob das immer bewusst ist oder nicht, ne? Aber es geht ja schlussendlich geht es ja den eigenen Willen, ne? Dem anderen den eigenen Willen durch unsaubere Mittel halt, ja, also den eigenen Willen einfach mit unsauberen Mitteln durchzusetzen, ja. Ob derjenige sich bewusst ist, dass er sich da mit Mächten der Finsternis eingelassen hat, weiß ich nicht. Ja, Nee, Gott weiß es, ich nicht. wahrscheinlich nicht. Also ich nehme mal an, dass die meisten das nämlich gar nicht wissen, weil viele glauben ja auch gar nicht daran. Ich nehme ja auch mal an, dass dein Ex-Partner da auch jetzt kein gläubiger Christ gewesen ist, auch ganz offensichtlich. Sonst hätte er natürlich gewusst, dass es da diese Beeinflussungen gibt. Aber das denke ich schon, dass die wenigsten das überhaupt ahnen.
Aber ich wollte jetzt Genau. nochmal, weil du ja auch, wir hatten ja eigentlich auch gesagt, wir wollten zum Thema Mind Control noch was sagen. Eigentlich hast du ja schon sehr viel dazu gesagt. Dann eigentlich Also diese. im Grunde, genau, es ist ja Mind Control, das ist ja dieses Gaslighting zum Beispiel, ist ja Bewusstseins, also Kontrolle oder alles an sich reißen, ja, den anderen wirklich voll zu kontrollieren. Also da gab es ja noch andere Sachen, zum Beispiel kannst du ja über diese Smartphones auch irgendwelche Einstellungen machen, dass du immer weißt, wo der andere ist und so, ja. Ich bin da nicht gefragt worden. Das hat dann manchmal mein Handy gebimmelt oder so. Und mir hat dann mal irgendjemand gesagt, sag mal, wer sucht dich denn? Ja. Und lauter so Sachen. Oder meine Konten sind ständig überwacht worden, sage ich jetzt mal. Aber ohne Deine Zustimmung. ohne meine Zustimmung einfach. Also richtig krass. Ja, du wurdest kontrolliert. Jemand wollte da seine Genau. Machtgefühle, List seiner Und das ist Machtgefühle. ja diese Bewusstseinskontrolle, ist ja dieses Mind Control auch du oder dieses Gaslighting. Ich finde es die perfideste Methode, die Bewusstseinskontrolle zu übernehmen, weil du den anderen wirklich, du entraubst dem der Identität, du nimmst das Selbstwertgefühl durch permanente, also diese Entwertung mag ich auch noch mal sagen, die hat so subtil stattgefunden mit kleinen Sticheleien oder manchmal vielleicht auch ein bisschen schärfer oder wurden vielleicht auch noch Freunde da oder andere Familienmitglieder verwendet, wo dann immer so ein Stück weit immer Ablehnung und Entwertung stattgefunden hat. Also so heftig und das ist ja alles Mind Control. Du willst den anderen so kontrollieren und so die Macht darüber haben. Also echt heftig. Ja. Wirklich, wirklich, wirklich heftig und so zerstörerisch. Und einfach auch, also das hat ja Auswirkungen eben auch auf die Generation danach. Naja, Ja, du hast ja gesagt, also da waren das ist ja Kinder im Spiel, ne? volle Zerstörung. Also wirklich zerstörerisch. Ja, also man darf das gar nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein Riesenthema. Mich würde mal interessieren, kann da, sind da eigentlich meistens Frauen? Ich nehme es mal an. Sind da eigentlich meistens Frauen betroffen oder gibt es das Ganze auch umgekehrt? Also ich bin schon der Auffassung, dass das auch umgekehrt gehen kann. Also man sagt ja auch, manchmal sind sogar beide Leute, die irgendwie mit Narzissmus zu tun haben, gibt es bestimmt auch. Also ich mag da jetzt auch nochmal wirklich sagen, also als ich in diese Beziehung reingerutscht bin, da waren die Türen dafür irgendwie schon offen. Ja, also oder etwas in mir war einfach auch nicht gehalten, mal ganz davon abgesehen, dass mein Leben nicht unter der Herrschaft Jesus Christus gestanden hat. Ja. Und sonst kommst du, ich will nicht sagen, dass man mit gesünderen Basis vielleicht nicht auch da reinrutschen kann, aber ich war da schon angegriffen, so kann man es, ich glaube, so kann man es richtig sagen. Also ich habe da vorher schon ein paar Niederschläge gehabt und familiäre Verluste. Also meine Mutter ist in die Psychiatrie eingewiesen worden und das war für mich so ein richtiger Einschnitt in meinem Leben. Und danach war, glaube ich, einfach, da war die Möglichkeit dafür da, dass ich überhaupt in so eine Partnerschaft reingerutscht bin. Also du wurdest ein etwas leichteres Opfer durch deine Vorgeschichte, als vielleicht jemand, der eine ganz tolle Kindheit hatte, eine stabile Eltern-Kind-Beziehung. Die sind vielleicht etwas gewappneter. Vielleicht, ja, also davon gehe ich aus. Also ich glaube, also ich kann das natürlich jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ich kann aber, wenn ich zurückblicke, definitiv sagen, es gab ein paar Einschnitte vorher, die mich so tief getroffen haben. Also ich war bereits angegriffen. Und dadurch war die Möglichkeit, in so einer Partnerschaft zu landen. Also wenn die Vorgeschichte also so nicht stattgefunden hätte, glaube ich nicht unbedingt, dass ich da in so einer Partnerschaft gelandet wäre. Genau, Ich das war meine da ich, ja. einfach wirklich schon angegriffen. Genau. Ja.
Hast du das heute, wenn wir jetzt heute sprechen, eigentlich schon jetzt ganz überwunden oder sind da immer noch Reste? Oh, preis den Herrn, kann ich nur sagen. Also wer sich ja in der Esoterik befasst, der weiß ja auch, also da wird ja schon auch gesprochen, ne, dass man vergeben muss. Da gibt es ja auch ganz viele Vergebungsbücher. Mir fällt der eine Autor jetzt nicht ein, aber da gab es so ein bestimmtes Buch, was ich gelesen hatte. Also mir war schon bewusst, dass man eben vergeben muss und so. Ne? Wird ja im Buddhismus und so, werden ja, glaube ich, diese Dinge auch alle so gesagt. Und für mich war immer klar, ich vergebe. Also habe ich auch damals echt ausgesprochen. Und trotzdem bin ich diesen Ballast nicht losgeworden. Also ich hatte wirklich einen immensen Schaden. Der, wie gesagt, jetzt ja einige Jahre später oder seit meiner Bekehrung ja immer noch stattgefunden haben, eben dann auch irgendwann körperlich, ja. Also das buddhistische Konzept der Vergebung hat dir also nicht weitergeholfen, kann man das so sagen? Nee, so, sowieso, die Sachen machen dich ja nicht frei. Das wissen wir ja inzwischen alle. Aber dieses Mundbekenntnis, sage ich jetzt mal, zu vergeben, Ja. so kann man es vielleicht besser sagen, hat jetzt in meinem Fall nicht ausgereicht. Oder diese Bereitschaft, weil Vergebung ist ja im Grunde auch eine Entscheidung, ja. Also die Entscheidung zu vergeben, die war, also die Partnerschaft ist jetzt vor 10 Jahren ungefähr, habe ich die verlassen. Ist auch schon wirklich lange her. Mag auch gleich noch was zu Rückzug und Isolation sagen, die Strategie des Feindes dahinter. Zum Thema Vergebung wollte ich da nur noch mal ganz kurz nachfragen, dass ich dich da auch richtig verstanden habe. Also du hast dem Partner richtig vergeben können mit Gottes Hilfe. Habe ich das so richtig verstanden? Also mit Gottes Hilfe, ja. Also das findet jetzt immer noch statt. Genau. Also wirklich, wo im Herzen diese ganzen Verletzungen und gibt einen Bibelvers, bewahre dein Herz mehr als alles andere. Weil davon geht das Leben aus. Ja, und mein Herz, das hat schon sehr viel Verletzungen einfach hineingelassen. Und deswegen gibt ja auch diesen Bibelvers, prüfe genau, also wer sich bindet. Ja, und ich würde nicht sagen, dass ich das sehr gut geprüft habe. Offensichtlich Ja, nicht. genau. Und demnach ist ja die Beschaffenheit, also vergeben ist erstmal eine Entscheidung, ne? Und die war schon damals da. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Und trotzdem hat dieses Mundbekenntnis alleine nicht gereicht, weil diese Verletzungen in meinem Herzen und auch einfach, ja, der immense Schaden einfach in meinem Ge also einfach in meinem Herzen sich niedergelassen hat und auch diese Saat der Verbitterung, ja, also ich bin schon, also da war schon sehr viel Wut, weil du bist ja richtig, also ja, also ich habe ja irgendwann schon im Laufe der Beziehung verstanden, also was hier mit mir gemacht wird und dass es alles andere als in Ordnung ist, Ja, ja. natürlich. Also da waren natürlich Und da zahlreiche waren, also ich Verletzungen. wäre richtig übergangen worden, also, aber auch die Kinder und also man wird da irgendwie schon wütend. Und diese ganze Wut und all, also diese Saat der Verbitterung, die war schon durchaus auch in meinem Herzen, auf jeden Fall. Und das hat jetzt eben da ist, also in diesem Prozess befinde ich mich jetzt immer noch, ja. Aber Befindest du? Gott hat es soweit schon gemacht, dass ich wirklich auch eben meinem damaligen Partner wirklich so den irgendwann noch mal so kann, so sehen kann, wie Gott ihn auch sieht. Also wirklich, dass da nichts mehr ist. Ja. Das sind auch so meine Gebete, dass es wirklich so weit gereinigt und dass da einfach nichts mehr ist. Keine Wurzel mehr, nichts mehr an Bitterkeit und auch Ja, dass es echt geheilt ist und das kann Gott schon machen, ja. das glaube ich auch. Ja, das ist wahrscheinlich bei vielen toxischen Beziehungen, die nicht christlich begleitet sind, sage ich mal so, dass dann vielleicht nie Vergebung stattfindet, dass dann vielleicht die Partnerin, also hättest du nie zu Jesus gefunden, hättest du vielleicht diese Bitterkeit immer behalten oder viele Jahre zumindest noch oder Jahrzehnte. Das ist ja dann immer die Gefahr. Als ich damals noch in diesem Esoterischen unterwegs war, oder ich war auch die Zeit da eben mal
öfters im Yoga Vidya oder so, ne? Und bin da ja so vielen Menschen auch begegnet. Also es gibt da auch ganz viele Menschen, die nicht die Entscheidung treffen zu vergeben, die wirklich sagen, nee, ich vergib nicht, das ist so heftig, das kann ich gar nicht vergeben. Das gibt es ja auch, Ja. ja. Aber die Bereitschaft, die war eben schon vorhanden und trotzdem hat keine Heilung stattgefunden in meiner Seele. Und das, also zu 100% sage ich, das kann nur Gott machen. Ja. Durch Jesus Christus. Ja, das glaube Ja. ich auch. Ich meine, dass du vorher noch was sagen wolltest zu den Punkten Rückzug und Isolation. Oder hast du das schon gesagt? Genau, also diese Festung, dieses ganze Bollwerk oder diese Verletzungen, diese Menschen, die eben solche Sachen betrifft, manchmal vielleicht auch in einem geringeren Ausmaß, aber wo so viele Verletzungen eben ja auch stattgefunden haben, die gehen ja ein Stück weit irgendwann. Also es kann ja Ausmaße annehmen, dass du wirklich vollständig isoliert bist und einsam und da wirklich vor dich hinsiehst, sage ich jetzt mal. Also es ist schon heftig, ne? Und hast du da Ja. vielleicht eine Empfehlung? Also da, vielleicht hören ja auch einige zu, die da vielleicht sogar noch drinstecken oder erst kurz zu Ende ist. Was kann man machen? Also die beste Entscheidung des Lebens treffen und umkehren zu Jesus Christus, also sein Leben Jesus übergeben, das ist mal die allererste Entscheidung, die beste Entscheidung, die man treffen kann. Und natürlich Hilfe suchen, also nicht in den Rückzug zu gehen. Nicht in Ja. den Rückzug, schon professionelle Hilfe suchen. Du hast ja erzählt, dass du auch zwei. Professionelle oder wirklich einfach in den Austausch gehen und wenn es ein Seelsorgetelefon ist oder keine Ahnung, sich wirklich an Menschen wenden, weil das ist die Strategie Satans, wirklich, dass die Menschen so gebunden und so gefangen zu halten, dass der Plan Gottes, und auch keine Errettung möglich ist. Ja, also wenn ein Mensch, sag ich mal, vollkommen isoliert ist, der geht ja nicht mehr nach draußen. Ja. Oder der hat so einen Schutzpanzer um sich rum, dass er auch niemanden mehr an sich ranlässt und so weiter. Okay, also du empfiehlst, das nicht so weit kommen zu lassen, sondern da rechtzeitig zu sagen, okay, ich mache jetzt hier was, ich trete jetzt in Aktion und hol mir da Hilfe. Das ist auf jeden Fall besser, als so sich ins Schneckenhäuschen zu verkriechen, ja? Ja, auf jeden Fall. Es muss einem aber allerdings auch bewusst sein. Also mir. Ich war nicht also so hundertprozentig im Rückzug, aber ich war schon sehr in diesem Schutzpanzer so unterwegs. Also, und Also. mir war das nicht wirklich bewusst. Also weil ich eben schon in der Außenwelt unterwegs war. Also ich war jetzt nicht vollständig isoliert. Aber nehmen wir jetzt einfach dieses Thema, ne? Also nehmen wir jetzt einfach neue Beziehungen oder so. Das war, ist bis zum heutigen Tag bei mir überhaupt nicht möglich gewesen. Okay, also Und das das ist ja ist. auch ein Stück weit, ne, wo der Feind dann eben, sag ich mal, also man muss es, mir hat es dann Gott einfach aufgezeigt. Mir hat es dann Gott wirklich, hey, guck da mal nochmal hin oder so. Ne? Also, wo mir dann aufgefallen ist, boah, also. Da war doch weitaus mehr Schaden. Ich hatte gedacht, noch bevor ich zum Glauben gekommen bin, dass ich eigentlich da wirklich mit dem grünen Auge davon gekommen bin oder mit dem blauen Auge. Und der wirklich krasse, immense Schaden ist mir jetzt erst bewusst geworden vor ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wo Gott mir einfach Stück für Stück nochmal gezeigt hat, hier. Ja, einfach ein großer Schaden. Ja, also dir wurde immer mehr bewusst durch Gottes Hilfe, dass das jetzt nicht einfach so mit dem blauen Auge getan ist, sondern dass da schon die Schädigungen schon größer sind, auch gerade für das, für die Seele, könnte ich mir vorstellen, dass da noch viele Wunden einfach da sind Ja, und und halt einfach auch, dass der, also, naja, also ich wollte auf diese Isolation hinaus, auf diesen Rückzug und die Isolation, dass weitaus mehr Rückzug da war, als mir eigentlich bewusst war. Ja,
Weil dadurch, dass ich ja eigentlich trotzdem im Außen unterwegs war, ist mir selber dieser Rückzug gar nicht so aufgefallen. Trotzdem sind irgendwie Menschen nicht so richtig an mich mehr rangekommen, obwohl ich überhaupt nicht so jetzt schüchtern oder bin, ja, oder war. Ja, Ja. aber das ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Meine beste Empfehlung ist einfach, wende dich an Jesus. Ja, dem möchte ich mich auch anschließen. Ja, ich denke, dann sind wir ja auch relativ ausführlich jetzt auf diese Dinge eingegangen. Und du hast es ja auch recht anschaulich beschrieben, das Ganze anhand deiner eigenen Erfahrungen. Also, das ist die Empfehlung von uns, Jesus Christus, auf jeden Fall, sich an ihn zu wenden. Und wer schon an Jesus Christus glaubt, auf jeden Fall nicht irgendwie krass zurückziehen, sondern nach Hilfe suchen. Es gibt Hilfe und Gott heilt alle Wunden. Ja, kann man das so als Schlusswort sagen? Ja, mir kommt jetzt einfach noch Johannes 10, 10, ne? Da heißt es, der Dieb ist gekommen, um zu rauben, zu morden, also auf jeden Fall zu zerstören, alles kaputt zu machen. Und Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben und Leben im Überfluss. Und diese Rückzug- und Isolationsstrategie, die hinter dieser Familienzerstörung dazugehört, ist ja einfach, dass ja, du gefangen und in Einsamkeit. Also damit hat der Feind einfach ja kaputt gemacht. Und das ist ja nicht Gottes Wille. Gott will, dass wir leben und dass wir Leben im Überfluss haben, dass wir, er sagt ja auch in seinem Wort, dass er hat uns geschaffen und er hat da, also dass er nicht möchte, dass wir auch allein sind. Also, oder für immer allein bleiben oder dass wir ganz allein leben. Ja, richtig, Also genau. Rückzug ist nicht gewollt von Gott. Nee, das wäre dann auch noch so eine andere Sache, sich da auch die Zeit zu nehmen und ja, nicht zu schnell in irgendeine Sache reinzurutschen. Okay, Sandy, jetzt sind wir bei, oh ja gut, 1,5 Stunden, da habe ich eine gute Länge erreicht. Ja. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss? Ja, ich mag vielleicht noch sagen, ne, auch Leute, die so narzisstische Strukturen haben oder so, die sind im Grunde auch nur ein Gebet von Jesus, von Gott entfernt. Und es heißt in 1. Timotheus 2,4, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das können halt eben auch Leute, die Schaden angerichtet haben. Auch diese Menschen können umkehren. Und ganz ehrlich, ich wünsche das auch diesen Menschen heute. Und ja, so weit hat Gott einfach schon wieder hergestellt, dass da, ja, dass ich das heute frei auch sagen kann. Ja, ich möchte, dass auch diese Menschen gerettet werden. Halleluja. Amen, ja, genau, das ist dann natürlich schön, dass es, wenn man das so von ganzem Herzen sagen kann und nicht dem anderen Gift und Galle wünscht oder so, sondern genau das, was Gott ja sich für jeden Menschen wünscht, egal welcher, ja. Gott will, dass jeder Mensch gerettet wird. Das hast du ja gerade vorgelesen in dem Vers. Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich. Wie vorhin schon mal angedeutet, ihr könnt ja mal schreiben, ob zu zwei Themen könnte Sandy noch weiter, also noch ausführlicher Stellung nehmen. Das wäre einmal nochmal zu der Wurzel von Krankheiten generell, also auch etwas ausführlicher als gerade. Und der Bereich Prävention, Nahrungsergänzungsmittel, Vorsorge. Ne, zu diesen beiden Themen, da könntest du noch ein bisschen ausführlicher Stellung nehmen. Richtig? Genau, ja. Dann Also das mache ich im Moment ja schon und können wir gerne dann in Gemeinsamkeit mal angehen, wenn die Nachfrage vorhanden ist. sofern Nachfrage da ist, klar, sonst natürlich nicht. Genau. Ja, also vielen Dank auch für deine Offenheit, auch dass du das so lebhaft, also ich meine so nachvollziehbar manchmal geschildert hast. Ich fand das sehr tiefgehend. Und ich würde mir wünschen, dass es auch viele weiterbringt, die vielleicht da auch noch die selbst betroffen sind davon. Ja, dann Gottes Segen auch für dich und auch an alle, die hier zugehört haben. Macht es gut. Tschüss. Tschüss und danke.